willkommen beim zweiten Teil. Die erste Bergtour war eher darauf ausgelegt, so eine Eingehtour zu machen, viele Kilometer durchs Gelände, ganz sanft, moderat. Der Wind war sehr stark und wir konnten dann wirklich auch einen schönen Gipfel erreichen an dem Tag. Also das war gelungen, gerade weil das Wetter auch so gut war, um ein bisschen warm zu werden mit den Bergen in Dofrafjell. Am Abend schon gemerkt, der Wind hat immer mehr zugenommen und am nächsten Tag war das Wetter auch deutlich schlechter. Wir haben uns dann zum Mittag entschieden, trotzdem eine kleine Bergtour zu machen. Wir haben das Wetter genau beobachtet, also gerade so eine Mischung aus starkem Wind und null Sicht ist natürlich was, was dann nicht so vorteilhaft ist bei so einer Tour. Gerade auch, weil durch die Schneelage dann doch auch Riesenabsätze entstehen. Natürlich auch immer ein bisschen Lawinengefahr da ist und da will man nicht in irgendeinen Hang reinrennen, der dann doch recht unübersichtlich sein kann. Ja, aber die Wolkendecke ist dann immer ein bisschen höher gezogen und so haben wir klare Sicht gehabt und haben uns dann wieder für eine Tour entschieden, die eher nicht so weit rausgeht und auch nicht so hoch, weil der Wind in der Höhe sicherlich nochmal stärker gewesen ist. Und es war auch eine gute Entscheidung, um gerade nach dem ersten Eingehtag so ein bisschen warm zu bleiben. Und konnten dann auch einen schönen Blick über das Snohetta-Massiv werfen vom Gipfel aus. Sind dann abgestiegen und zum Abend haben wir noch kleine Reparaturarbeiten an der Hütte vollzogen. Denn da sind mal ganz einfach die Fenster zugefroren durch die starke Sonneneinstrahlung, sich Eis gebildet. Ja, und das war ein ganzer Tag im Dovrefjell. Ja, Tag 5 begrüßt uns mit super Wetter und heute soll es auf die Snohetta gehen. Arbeit. Erst schließt Maxi hier noch die Reparaturarbeiten am Fenster so ein bisschen ab, dass das wieder leichtgängig ist und man es überhaupt öffnen und schließen kann, um so ein bisschen den ganzen Wasserdampf innen drin rauszulassen. Ja, und dann sind wir am späten Vormittag aufgebrochen. Das Wetter wirklich traumhaft, also auch für einen langen Bergtag gut geeignet. Ein bisschen Wind in der Höhe, aber ansonsten wolkenlos. Und so ging es dann los. Das Problem, was sich schon von Weitem so gezeigt hat, war sicherlich nicht, dass zu viel Schnee drin war, sondern im Aufstiegsweg eher zu wenig. Wir haben dann auch nach ein paar hundert Höhenmeter die Schneeschuhe ausziehen müssen und tatsächlich als erstes sogar ohne Steigeisen einfach nur mit den Bergstiefeln über das Gestein aufsteigen und immer mal so durch die kleinen Schneefelder durch. Weiter oben sind dann die Steigeisen noch zum Einsatz gekommen, aber der Aufstieg war wirklich phänomenal, immer wieder mit der fantastischen Sicht. Und gerade auch über diese für mich neue Route, praktisch von Reinheim aus gesehen, die Rückseite der Snohetta, eine super Route, ein bisschen anspruchsvoller als der Normalweg, aber ganz toll zu gehen. Hier sieht man es nauf, ja, so vereist alles, ja, ganz toll. Und ja, schauen wir uns einfach mal die schönen Bilder an.
Ja, nach einem erfolgreichen Abstieg und wirklich einem super Tag sind wir dann in der Nacht noch mit Polarlichtern belohnt worden. Also das war wirklich rundum gelungener Tag im Dovrefjell. Ja, der nächste Tag war sehr stürmisch. Das hat man so am frühen Morgen schon gemerkt, wenn es da so um die Hütte rum schon einen relativ starken Wind hat. Und da muss man nur so auch in die Höhe gucken, was da wahrscheinlich abgeht. Wir haben uns trotzdem für eine Bergtour entschieden, wollten früh losgehen, weil der Wind vermutlich auch noch zunehmen sollte, so von der Prognose her, zum Nachmittag und zum Abend. Und sind dann ja, in Richtung von so einem relativ anspruchsvollen Gipfel auch gegangen. Aber wir sehen es hier schon, das peitscht die Schneekristalle über den Boden. Und wir sind so gegen den Wind gelaufen und man ist auch relativ schnell ausgekühlt. Das hat man schon beim Anziehen von den Schneeschuhen gemerkt, dass das heute so eine Gratwanderung ist. Es kann funktionieren, du kannst bis zum Gipfel kommen an so einem Tag, aber es kann auch sein, dass einfach die Naturgewalten dich da zurücktreiben. Und das haben wir auch dann wenige Kilometer von der Hütte entfernt schon gemerkt. Ja, man sieht hier die wahnsinnige Kraft. Man musste auch oft, wenn so eine Böe durchgegangen ist, einfach stehen bleiben und musste sich gegen die Böe stellen, dass die einen nicht umgeworfen hat, beziehungsweise so wirklich aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Das war mega beeindruckend. Das ist auch jetzt kein Sonderphänomen, das habe ich schon auf vielen Bergtouren erlebt, aber wenn man dann immer wieder so einen Tag hat, ja, man spürt einfach, wie klein man ist und wie mächtig doch die Naturgewalten sind. Hier sehen wir so eine kleine Ebene. Im Sommer schließt sich da noch so ein See an, wo wir dann gleich drüber gehen. Und da hat der Wind so richtig Schwung holen können und das war Wahnsinn. Und da haben wir dann auch bald umgedreht. Ja, hier kommen wir wieder zurück. Ja, das sieht steiler aus, als es ist, wo der Maxi und die Jule gerade runtergekommen sind. Und hier ist wieder dieser See, den ich gerade schon angesprochen habe. Das pfeift da, wird kanalisiert durch die Berge. Wahnsinn. Ja. Und hier sehen wir dann auch so einen gewaltigen, Sommer sagt man ja, Dust Devil dazu. Gab es dann immer wieder. Und? Ja, die sind durchgezogen. Und wenn die einen halt erwischt haben, dann ging es da erstmal richtig rund. Gell? Ja, super Sache. Gell? Tag 7 im Dovrefjell. Der Wind hatte ein bisschen nachgelassen und wir wollten es nochmal wissen, haben uns einen relativ anspruchsvollen Gipfel rausgesucht, über so einen schmalen Grat wollten wir raufkommen und das ist dann so eine Sache, da musst du vor Ort die Schneeverhältnisse ganz genau prüfen. Wir sind mehrere Kilometer, haben wir einen Zustieg gemacht, das ging relativ gut, das Gelände, durch die doch geringe Schneelage konnte man sich immer wieder gute Routen suchen, die auch überhaupt nicht lawinengefährdet waren. Wir sind immer höher gestiegen und wussten dann schon in so einer Flanke drin, dass wir da die Schneeschuhe wahrscheinlich deponieren müssen. Und hier sehen wir es schon ein bisschen weiter oben im Aufstieg. Wir haben dann auf die Steigeisen gewechselt. Ja, wie immer sieht es total flach aus natürlich. Ja. Und das war schon eine schöne Tour durch diese Flanke durch. Ja. Immer wieder mit Schnee, Eisfeldern, Steinen drin und dann kamen wir an diesen besagten Grat und haben dann auch gesagt, ja, das können wir schon gehen, gell? Sind den auch ein Stück reingestiegen. Der Anfang war okay, aber dann kam man eben zu einer Stelle, läuft spitz zusammen und nach links geht es halt runter. Der Schnee war nicht so richtig kompakt, gell? Und wir hatten uns ja einfach gegen Seile entschieden. Man musste auch sagen, ja, wenn da halt einer dann fällt er ungefähr 300 Meter nach unten. Und ja, so am letzten Tag
wir waren zufrieden mit der Tour, ja, und sind auch zufrieden an dieser Stelle wieder zurückgestiegen. Und das war einfach auch dann so ein schöner Ausklang. Wir hatten trotzdem eine beachtliche Höhe erreicht. Der achte Tag war unser Tag 1 der Rückreise. Ja, wir haben das ja so ein bisschen aufgesplittet. An dem Tag wollten wir nach Reinheim zurückgehen, um dann am nächsten Tag eben von Reinheim nach Kongsfold zurück zu marschieren. Das Wetter war gut, kaum Wind, ja, und das war auch eine super Sache, denn wir mussten ja wieder über den Pass drüber. Und wenn es da richtig stürmt mit der Pulka hinten dran, ist es sicherlich nicht so ein Spaß. Und so haben wir uns aufgemacht, hatten auch keine Eile, sind dann ganz langsam angestiegen, haben wieder das Problem gehabt, dass eben große Teile von der Route eben mit Steinen übersät waren, dass einfach die Schneelage so gering ist und mussten uns dann teilweise durch die Steine unseren Weg suchen. Da ja der Aufstiegsweg einfach ein bisschen sanfter angelegt war von uns als der Abstiegsweg. Und so kamen wir nach einigen Stunden dann bei herrlichem Wetter in Reinheim an, haben uns da auch nochmal vor die Hütte gesetzt, Kaffee getrunken in der Sonne und so eine Tour dann auch so zum Ausklang zu bringen. Also das war bis hierhin einfach rundum gelungen. Die ganze Dovrefjell-Reise in dem Jahr nach der Skandinavien-Abstinenz durch Corona. Nur eins hat eben noch gefehlt. Ja, ich hatte auch auf der Reise natürlich den Gleitschirm mit. Und jetzt war aufgrund von dem Wind einfach von den hohen Gipfeln ja nicht zu fliegen. Aber an dem Abend hat es mich dann irgendwie gepackt. Ich bin nochmal aufgestiegen, ein paar hundert Höhenmeter zu so einem ganz kleinen Gipfel und konnte auch den Gleitschirmflug einfach noch realisieren. Das war einfach toll. So ist der Abend ausgeklungen. Am nächsten Morgen, am insgesamt dann neunten Tag, gab es nochmal eine Stärkung. Chefkoch Maxi bereitet hier wirklich ein fantastisches Frühstück zu. Und hier auch noch so ein paar Impressionen aus der Hütte in Reinheim. Einfach, ich war schon so oft da, gell? Es ist wirklich eine tolle Hütte und man trifft auch immer wieder interessante Menschen da. Das ist wirklich eine Reise wert, das Dovrefjell. Ja, und so war es auch in dem Jahr. Und damit möchte ich mich verabschieden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Spaß, alles. So, jetzt geht's heim. Eine super schöne Tour. Ich bin auf den letzten Kilometern jetzt im Abstieg nach Kongsfold. Gutes Wetter gehabt, schöne Berge gemacht. Und es hat sich dieses Jahr richtig gelohnt, auf Wintertour zu gehen. Na dann, Servus!